Wir haben diese Woche wieder ganz viele spannende Beiträge für euch. Und ich würde sagen, Berlin, wir fangen auch direkt schon mit dem ersten an, oder? Erzähl uns mal ein bisschen drüber. Okay. Also du und die Lisa, ihr wart ja auf der Kunstausstellung von syrischen Flüchtlingen. Ja. Die Kunstausstellung heißt Gebrochene Flügel. Ja. Und die Gruppe, die Künstlergruppe Miteinander auf dem Weg hat in den Kunstwerken, in der Ausstellung, beziehungsweise in der Schaffung der Kunstwerke, ihren beschwerlichen Weg von Syrien bis hierher dargestellt und verarbeitet. Organisiert wurde die Ausstellung vom Frauenforum Homburg und wir fanden es sehr interessant. Wir hoffen, ihr auch, und der Beitrag startet jetzt. Dass wir eine so große Resonanz auf die Ausstellung haben. Seien Sie alle ganz herzlich willkommen. Begrüßen möchte ich aber zunächst einmal der Chor an die Freude unter der Leitung von Osama Fati. Herzlich willkommen und schon mal herzlichen Dank für den. Ich bin Basak Süleyman, ich komme aus Syrien. Ich wohne hier in Nimesdorf lange 10 Monate. Ja, stimmt. Jetzt gehe ich nach Schule für Sprachkurs E1 und ich bevor ich komme hier, ich fertig studieren Universität Kunst, ja. Picture that we making our person put it mask, keine Ohr. Yeah, just put it mask. That mask have not more emotion, just sad emotion. We this ticket for something for theater. We have fun all the time, we're fighting, you know, the brothers and sisters. When you see this, it's like, because the war now, too much of dying, and it's not important now, it's like numbers, and it's not numbers. لأنه أنا كنت هاي الأنسة هاي الزلمة وهذا أنه حتى البحر أخذوا منا عرفت؟ Which one is your favorite object?
That's hard. Actually, every picture have a special place in my heart. Here, this photo is not good photo as a photo, but as a memory is amazing for me because here in this place, there is a playground where was the bomb fell down and too much of kids was killed because of the war. And it's like here we are, like I'm moving to another world, like this kind of kids world. They love to play with this, to fly it, to make it fly. And then it's like laughing or feeling happy. Ja, genau, wie der Benni eben gesagt hat, waren die Lisa und ich zusammen auf der Vernissage und ich muss sagen, es war richtig, richtig emotional, wie die Flüchtlinge die Bilder gemalt haben und wie sie dann darüber berichtet haben, die ganze Geschichte dazu, wie sie dann hierher kamen. Und die Frau, die ihr jetzt zum Schluss gesehen habt, die hat das Ganze mitveranstaltet, beziehungsweise die hat das eigentlich so in die Wege geleitet, weil die hat damals im Fernsehen gesehen, wie die Flüchtlinge hierher kamen und hat sich gedacht, wie kann ich denn helfen? Und wollte halt irgendwas machen, um ihnen auch zu helfen. Hat sich gedacht, ja, ich kann jetzt schlecht jemanden direkt bei mir aufnehmen. Hat sich dann gesagt, ich möchte ihnen helfen, irgendwie mit Kunst die Probleme zu verarbeiten. Und ja, deswegen kam sie dann zu diesem Projekt. Und sie hat auch geholfen, alles zu verarbeiten. Das konnte man auch an den Bildern gut erkennen, weil am Anfang haben sie oder haben viele diese Fische gemalt, die ihr auch in dem Beitrag gesehen habt. Und halt alles so, was sie auf der Flucht erlebt haben. Und nach konnten sie dann auch Gesichter und auch mal fröhlichere Gesichter malen. Und nicht nur das, was sie halt so verarbeiten mussten. Es war wirklich richtig interessant. Und ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema, Benni. Ja, das ist dein Orga-TV deckt auf, ne? Genau. Und in der Rubrik Orga-TV deckt auf, da wollen wir auch hinter die Kulissen blicken. Und zumindest unsere Ansicht ist so, dass dazu gehört, auch gegebenenfalls mal unangenehmere Fragen zu stellen. Und ja, das folgende Video zeigt eine Situation, bei der wir uns gedacht haben, dass diese Fragen mal angebracht sind, beziehungsweise es stellt die Situation vor. Die Fragen folgen danach und der Beitrag beginnt jetzt. John Doe, in den USA Platzhalter für die Namen unidentifizierter Personen in Kriminalfällen. Im ZIP-Pool der UDS eigentlich ein Testaccount der Verwaltung, den sich seit circa 2 Jahren aber viele Studenten teilen müssen, um die Computer überhaupt verwenden zu können. Es folgen 2 studentische Stimmen, die darüber berichten, inwieweit sie das bei der ZIP-Pool-Nutzung beeinflusst. Hi. Hi. Kannst du mir erzählen, warum du dich gerade mit John Doe angemeldet hast und nicht mit deinem eigenen Account? Weil mit meinem eigenen Account kann ich mich leider nicht anmelden. Das funktioniert nicht? Genau. Okay. Und was verändert es für dich, dass du dich mit John Doe anmeldest? Ich kann hier meine eigenen Datei oder Unterlagen nicht speichern, weil alle anderen Studenten können die auch sehen. Und genauso kann ich die Unterlagen von den anderen Studenten auch sehen. Okay. Und zum Thema Passwörter. Der Browser hat eine Passwortspeicherfunktion. Genau. Gibst du auch regelmäßig darauf acht, dass die aus ist? Ich passe darauf nicht, weil ich gebe meinen Passwort hier auch nicht, weil es unsicher ist. Okay. Danke. Bitte. Hi, darf man dich bestellen? Ja, klar. Sag mal,
meldest du dich hier auch in Zipol mit dem Account John Doe? Ja, geht ja nicht anders. Also mit dem aktuellen Passwort komme ich gar nicht rein. Okay, und wie sehr beeinträchtigt dich das? Ja, wie sehr beeinträchtigt ist das? Also eigentlich ein Problem ist es nicht, dass ich mich mit John Doe anmelde für mich, ne? Aber die Sache ist einfach die, wenn ich mich mit John Doe anmelde jedes Mal und davor irgendwas gespeichert hatte, dann ist das jedes Mal weg, weil sich irgendwie jeder mit John Doe anmeldet. Und ich muss dann immer zig viele Dateien da löschen, bevor ich überhaupt irgendwas speichern kann. Und die Woche darauf sind meine Dateien dann wieder weg. Bedeutet, du musst von den anderen. Ja, genau, da sind immer unendlich viele Dateien drauf von den Leuten, die sich davor mit John Doe angemeldet hatten. Und da muss ich halt jedes Mal gucken, dass ich das wieder frei bekomme. Normal, soweit ich weiß, sollte ja jeder Student 1 GB zur Verfügung haben, auf die er dann immer zugreifen kann, wo das dann auch drin bleibt. Aber dem ist nicht so, ne? Mhm. Leider. Anfangs ging das noch, da war das kein Problem, aber irgendwie jetzt. Seit einem Jahr oder so, oder seit 2 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, geht das nicht mehr. Okay. Ja, wir haben auch neue Passwörter bekommen, aber wie gesagt, die funktionieren nicht. Dass im Browser die Passwörter gespeichert werden unter Umständen? Ach so, ja, ja, das ist jetzt nicht so das Problem. Okay, eigentlich. Passt du sowieso auf? Ja, ja, ich passe, wie gesagt, ja, ja, klar, passt mal immer drauf auf. Ich meine, ist ja kein Thema. Okay. Ja. Super. Alles klar. Jo, kein Thema. Ja, soweit mal die beiden Stimmen. Alle Studenten, die ihr Passwort aus dem Sommersemester 2014 nicht vergessen haben, die betrifft das natürlich nicht. In diesem Fall sind die eigenen Accounts nutzbar. Aber eben alle anderen, die das Passwort vergessen haben, weil die ja regelmäßig erneuert werden, und insbesondere alle neuen Studenten, sind auf den John Doe Account angewiesen. Und deswegen haben wir uns getraut, mal an die Verwaltung die Fragen zu stellen, warum die Situation so ist im ZIP-Pool, obwohl das vorher funktioniert hat und wie die Situation gelöst werden kann. Bisher haben wir noch keine konkreten Antworten bekommen. Wir bleiben aber auf jeden Fall dran für euch. Wenn ihr auch was zu dem Thema habt oder wisst, dann könnt ihr auch euch gerne melden. Wir freuen uns über jede Meldung, über jeden Beitrag. Und ja, wir berichten euch natürlich, sobald es Neuigkeiten gibt. Wir hoffen natürlich, dass uns die Verwaltung demnächst mal mit konkreten Antworten den Tag verschönt. Aber ja, jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema. Genau, weil der Chris und die Lisa haben noch eine weitere Veranstaltung besucht für euch diese Woche. Das war der erste Hörsaal Poetry Slam hier an der Uni in Saarbrücken. Und der wurde von der Fakultät Hock veranstaltet. Und ja, die Veranstalter und die Slammer, die haben wir für euch interviewt und haben natürlich auch in den Beitrag einige Slams reingebracht. Und ich würde sagen, ist ein richtig gelungener Beitrag und den gucken wir uns jetzt mal an. Der Beitrag startet jetzt. Fangen wir an? Nee. Also, hi Anne, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hi, gerne. Könntest du uns mal kurz erzählen, was es heute für eine Veranstaltung ist und was die Hock eigentlich ist? Ja, also wir veranstalten heute den ersten Saarbrücker Hörsaal-Slam von der Fachschaft Hock. Also wir sind eben ein Studiengang an der Philosophischen Fakultät, ist jetzt momentan nur noch eine. Und ja, wir hatten uns so vor einem Jahr schon mal gedacht, dass es ganz cool wäre, so einen Hörsaal-Slam mal aufzuziehen, weil es den schon an mehreren Universitäten in Deutschland gab. Cool, ja. Ich habe gesehen, das ist jetzt schon ausgebucht. Hat ihr damit gerechnet, dass es so einen großen Ansturm gibt? Nein, definitiv nicht. Also wir hatten eigentlich ganz zu Beginn relativ groß geplant im Audimax. Dann dachten wir, dass es für uns halt eben, dadurch, dass wir ja jetzt nur die Fachschaft sind und dadurch noch nicht so viel Erfahrung hatten, haben wir es komplett runtergeschraubt auf 180 Personen. Mhm. Ja, und dann war nach einer Woche, waren schon irgendwie über 100 Karten weg und dann haben wir es dann in den großen Hörsaal verlegt. Ach krass, und wie viele Leute kommen jetzt? Der Saal fast 440 und wir sind jetzt auch komplett ausverkauft.
krass. Ja. Ja, cool. Und wie seid ihr auf die Slammer gekommen? Ich habe gesehen, bei Facebook hat sich einfach mal jemand in der Gruppe beworben. Ja. Ist wahrscheinlich nicht die Regel gewesen. Erzähl mal. Ja, also mit den Slammern war das, ehrlich gesagt, ein bisschen komplizierter. Also am Anfang haben wir auch ein bisschen schwer getan. Wir haben uns halt mit dem Dichterdschungel getroffen, die ja öfter die Veranstaltungen in der Kamera 2 machen in Saarbrücken. Mhm. Und da muss ich auch sagen, die haben uns echt viel geholfen. Also wir haben das einfach so jedem erzählt, den wir so kannten, dass wir das eben planen. Und ja, und dann hat es, weil das dann irgendwann selbst läuft. Ja, cool. Ja, was ich mich die ganze Zeit schon gefragt habe, ich meine, es ist ein Poetry Slam, aber am Ende soll ja auch jemand gewinnen. Ja. Wie würde das funktionieren? Also wir hatten zwei Verfahren, die zur Auswahl standen und wir haben dann jetzt dieses, quasi Publikum, also ist eine Publikumsjury. Also und an den Tischen liegen überall verschiedene Zettel und da sind dann Zahlen drin. Und dann sagen wir, ja, jetzt stimmt ihr über den Slammer ab und dann muss man sich mit dem Nachbarn eben austauschen, so in Zehnergruppen und dann entscheiden die für eine Punktzahl und dann schreiben wir das vorne auf, drei kommen ins Finale und dann machen wir über Applaus, also Publikumsapplaus. Okay, ja, cool. Ja, was können die Leute denn gewinnen? Also wir haben zum Glück eine recht große, also wir haben von 56 so Taschen bekommen und die haben wir jetzt eben gefüllt. Also jeder Slammer bekommt was, keiner geht leer nach Hause. Einfach so Kleinigkeiten, so auf Aufmerksamkeit, was typisch saarländisch. Wir haben eine Flasche Urpils rausgehauen, Ring Leona reingetan und so ein paar Süßigkeiten halt. Und der Gewinner bekommt dann von uns auch noch einen Thalia-Gutschein. Sehr cool. Ich glaube, das war's auch schon. Gut. Vielen Dank. Ja, bitte, sehr gerne. Einen kräftigen Applaus für den Basti. Dankeschön. Nach dem schönen, energetischen Auftritt von Kathi jetzt die vorletzte Stimme zum Dreisat-Abendprogramm. So, hi Basti, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, Glückwunsch zum ersten Auftritt. Danke. Hast du sehr gut gemacht. Danke. Ja, erzähl mal, wie war es für dich? Erster Auftritt. Ich war ultra nervös am Anfang. Also ich habe zwar schon mal Texte vorgetragen, aber halt nur so vor maximal 50 Leuten im kleinen Kämmerchen. Mhm. Übelst aufgeregt, übelst zittrig, aber es hat dann doch einem relativ die Angst genommen, dass dadurch, dass so viele sind, dadurch war es ein bisschen, könnte man sagen, anonymer. Ja, und der erste Text von mir heißt Schmetterlinge im Bauch oder kann es wirklich Liebe sein? Und während sich der Engländer mit Can you feel the love tonight erst einmal vergewissert, ob sein Gegenüber dasselbe Gefühl hat und nicht zufälligerweise ein wütender Hooligan ist, ist der Deutsche mit Kann es wirklich Liebe sein sich nicht einmal sicher, was er überhaupt fühlen soll. Ja, erzähl mal, wie bist du dazu gekommen? Ich bin schon seit mehreren Jahren, noch bevor dieser Julia Engelmann-Hype quasi aufkam, war ich schon ein großer Poetry-Fan von so Leuten wie Patrick Sall und habe dann irgendwann nachts da gesessen und hatte wie so einen kreativen Schub, könnte man sagen, war mitten in der Nacht, ich hatte nichts zu tun und habe dann einfach mal angefangen zu schreiben. Text halt so und über ein paar Monate hinweg immer weiter verbessert und dann irgendwann stand er halt. Auch der Pole macht die Liebe mit, Liebe wächst um uns herum, lieber zu einer Pflanze. Schließlich war er heute weder beim Supermarkt, noch hat er ein schönes Auto ohne Alarmanlage gefunden. Und irgendwas muss er hier mit nach Hause bringen, sonst zieht ihm seine Frau wieder das Nudelholz für den Nachbarn über die Rücken. Blumen wären da hilfreich. Kannst du noch irgendwas mitgeben für junge Slammer, die sich vielleicht nicht trauen oder die draußen sitzen? Was ist dein Tipp? Macht es. Man hat vor vielen Leuten gestanden, man hat sein Zeug gesagt, man war stolz auf sein Zeug und es gibt einem einfach ein unglaublich gutes Gefühl. Ja, geil. Gute letzte Worte, würde ich sagen. Danke. Dann vielen Dank für deine Zeit. Ich danke euch, gell. Aus meiner Scheiße erhebt sich ein Meeresschmetterling. Die sind schön. Die sind wunderschön. Genauso schön wie die Liebe. Dankeschön. Ja, aber in der Vorschule, sag ich schon immer. In der Grundschule ein Vorlesewettbewerb gewonnen, seid ihr gegen steil bergauf mit der Bühnenkarriere. Also du hast bei einem Vorlesewettbewerb gewonnen. Sehr cool. Mhm. Ja. Ich hätte noch eine Frage dazu. Bitte. Wie das vom Vorlesen zum Slam gekommen ist. Ach so. Natürlich. Einen Moment. Ach nö. Handy. Das ist jetzt. Geh ruhig dran. Mach ruhig aus. Entschuldigung. Das ist eigentlich ein bisschen geflunkert. Ich bin eigentlich nicht mit dem Vorlesewettbewerb. Also, was? Gemerkt, okay, mir gefällt das, was vorzulesen. Aber du hast nicht gewonnen. Doch, ich habe gewonnen, natürlich. Macht sich aber auch gut auf Facebook. Im Lebenslauf übrigens auch.
Ist ja okay. Auch egal. Ja, das ist off-topic. Ist off-topic, ja. Es regt mich auf, dass wohl niemand, der bei der Deutschen Bahn die Durchsagen macht, jeden Englischunterricht aufgepasst hat, wenn es um Aussprache ging. Und das, kleiner Gedankensprung, dass es außer Masturbieren kein wirklich schönes Wort für die Selbstbefriedigung der Frau gibt. Und sagen wir mal ehrlich, auch Masturbieren klingt nicht besonders schön. Wobei, immerhin kommt das Wort Bier darin vor. Könnte man nicht einen Alkohol seiner Wahl nehmen? Glückwunsch natürlich, dass du ins Finale gekommen bist. Dankeschön. Wir haben alle sehr viel für dich geklatscht und gelacht. Wir wollten dich fragen, wie du zum Slam gekommen bist. Durch einen Workshop, einen Poetry Slam Workshop, für den ich mich dann angemeldet habe, den hat Dalibor Markovic gemacht, ist ein Begriff. Ja. Natürlich. Bei dem habe ich dann halt diesen Workshop mitgemacht über diese Woche und ich habe da meinen ersten Text bewusst für die Bühne geschrieben und als es dann alles zu Ende war, dann habe ich gesagt, okay, und dann kam ich zurück nach Koblenz und habe dann da dann weitergemacht. Ja. So. Schön. Kerle, die Zwinkersmiles schicken, sind fast so schlimm wie Kerle, mit denen du eine Weile nicht geschrieben hast, die dann aber ankommen mit Hey Baby. Und mein Mann springt den Kopf voll auf den Penis, ich glaube, es hat. Dann geh ich doch lieber Masturbotka an. Masturgenieren. Masturschnapsieren. Das Schmuckkästchen polieren. In diesem Sinne, thank you for traveling with Deutsche Bahn und zwei Kugeln Vanille in der Tasche, bitte. Dankeschön. Ja, wie geht's bei dir weiter? Gehst du wieder in die Uni? Ja, oder? Ich habe morgen Vorlesungen um 10. Ich übernachte erst schon heute hier. Prioritäten gesetzt. Ja, schon. Also klar, Slam ist geil, aber es ist halt ein Hobby. Und das ist natürlich bei dem ganzen Cash und dem Fame, den du hier bekommst. Natürlich, davon mal ganz abgesehen. Scheiß auf die Uni, ne? Ohne Witz, Mann. Hast du irgendwelche letzten Worte? Du kannst jetzt noch einmal irgendwas richtig Witziges machen, wie eben. Also einfach machen und ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht. Und meistens funktioniert es und dann ist cool. Und Hauptsache, man hat selber Spaß dabei. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Scheiß drauf, es ist zwar schön, wenn es den Leuten dann auch gefallen hat, aber wenn das einem selber, wenn man selber Spaß dabei hat, dann ist das schon sehr, sehr viel. Ist natürlich auch leicht sagen, wenn man im Finale war, ne? Trotzdem nochmal an der Stelle vielleicht einen Applaus für Martin. Sehr schön. Willst du auch dazukommen? Nein, noch nicht. Er möchte gehen, glaube ich. Nein, noch nicht. Ach so, warum dann? Ich wollte dich nur ablenken. Spaß ist nicht gelungen. Das ist Profi. Natürlich. Guten Tag, oder wie man bei uns so sagt, hallo! Total geil. Hat es dir gut gefallen heute? Ja. Du warst schon gerade hier so ein Witz. Klar, okay. Ja, es hat Spaß gemacht. Fühlt sich gut an zu gewinnen? Ja, das ist klar schon. Aber man muss ja immer sehen, das ist nur eine Momentaufnahme. Und das ist ja keine... Wir vergleichen Kunst miteinander. Das kann man ja nicht machen. Ja, das so stimmt. Entsprechend ist es alles... Ich meine, das darfst du niemandem sagen, aber es ist nur Schau fürs Publikum. Und ich weiß nicht, wo die Sätze anfangen oder aufhören und wo sie herkommen, warum sie sind, warum ich bin, das alles ist und warum genau da eigentlich Stroh liegt, ich aber gar keine Maske aufhabe. Und ich frage mich... Oh, wow, ja. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Dann geht's für dich heute wieder heim oder hier? Ich penne hier, ich gehe gleich noch in einen Irish Pub Karaoke singen. Da am St. Jana Markt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Gibt's nur einen oder gibt's nur einen mit der Karaoke? Es gibt nur einen Irish Pub mit Karaoke. Okay. In Bochum gibt's auch nur einen Irish Pub, der hat aber kein Karaoke. Bochum ist auch hässlich, mal gleich zum Saarland. Das Saarland ist schön, das muss man sagen. Die Leute machen immer Witze über das Saarland, von wegen das Land ohne Eigenschaften. Aber ich mag das hier. So, als ich mir mein eigenes Bild über das Saarland gemacht habe, war es sehr schön. Ja. Das Saarland. Liken Sie uns auf Facebook. Mega geil. Und OrgaTV. Oh, OrgaTV. Sehr gut. Mm, cool. Leck. Approved. Yeah, geil. Super. Dankeschön. Vielen Dank. Einen schönen Abend. Dann müssen wir leider schon mit dem nächsten Beitrag weitermachen. Und das ist so ein kleiner Vorgeschmack auf den Karrieretag, der heute war. Da waren wir nämlich für euch da. Und haben schon mal ein Interview reingebracht und das Interview gibt euch auch einen guten Tipp für eine Veranstaltung nächste Woche. Und ich würde sagen, Benni, hiermit verabschieden wir uns dann leider schon. Für diese Woche, für diese Woche. Also. Und wir sehen uns dann nächste Woche und der andere Beitrag startet dann jetzt. Okay, bye bye. Ja, hallo, mein Name ist Uwe Schäufele, ich bin im Vorstand der WWS United tätig. Die WWS United sind das Netzwerk der Saarbrücker Wirtschaftswissenschaftler hier an der Universität.
Wir sind ja viele Studenten, Doktoranden, Professoren und natürlich viele Ehemalige wie ich, die irgendwann hier an der Uni im Bereich Wirtschaftswissenschaften ihren Abschluss gemacht haben. Wir bieten eine ganze Reihe von Veranstaltungen an, wollen den Studenten insbesondere den Weg vereinfachen ins Berufsleben. Und haben dazu verschiedene Veranstaltungen wie ein interessantes Mentoring-Programm oder in einer Woche am 23.11. im Kunstwerk Mahlzeit einen Stammtisch, auch wenn sich Stammtisch etwas verstaubt anhört. Es ist ein lockeres Treffen, wo man Studenten und Leute im Job kennenlernen kann. Wir haben eingeladen Ernest und Young, die etwas erzählen werden über Einstiegsmöglichkeiten, die Karrieremöglichkeiten bei Ernst & Young und dort einen Vortrag für uns halten. Ja, bedanke mich